Willkommen zurück zu CCC 2! Ich hoffe, ihr erinnert euch noch, wie es in der letzten Folge hier aussah in unserer Starter-Area. Und zwar hässlich, das Kugelgehege war einfach hässlich, die kleine Plantage hier, einfach nur hässlich, Eisenfarben, auch einfach nur hässlich, produktiv zwar ja, aber einfach nur hässlich, Bambus- und Zuckerrohrfarben, ja, produktiv auch vielleicht ein bisschen, aber trotzdem hässlich, einfach nicht schön fürs Auge. Dieser Quaterium hier, einfach nur hässlich. Ich weiß, das ist die Starter-Area und eigentlich sollte es mir recht egal sein, weil wir hier nicht mehr lange wohnen werden. Wahrscheinlich probably doch in dieser Folge hier ausziehen werden. Aber ich habe schön gemacht. Ich habe einfach ein bisschen die Grenze klarer gemacht. Ich habe überall so ein bisschen Stein hingemacht, dass man wirklich sieht, wo ein Weg langläuft. Alle Areale so ein bisschen abgetrennt. Und ich finde, das sieht einfach schon viel, viel schöner aus. Das ist jetzt inzwischen das Bambusareal. Hier kann man dann einfach durch den Weg gehen, dann zu den Kühen easy gelangen und die vermehren. Zuckerrohrareal. Da kann man wirklich auch den richtigen Weg hochgehen. Guckt euch mal auch hier diese schöne kleine Plantage an. Also, das sieht schon viel besser aus. Hab auch noch eine kleine Schafsfarm hier gebaut. Und die Eisenfarm ist jetzt nicht nur einfach so ein dummes Dirtloch, sondern ich habe die auch hier ein bisschen verschönert mit Stein. Und ich habe mal einen richtigen, guten Eingang hier gebaut. Einfach so ein kleines Häuschen zum Eisenlager. Kann man auch in der Mitte hier durchspringen. Und dann ist man hier unten in unserer kleinen Eisenhöhle. Auch sehr schön geworden, finde ich. Und hier lagert das ganze Eisen. Oh mein Gott, wie viel Eisen. Uiuiui, das ist viel Eisen, okay. Ja, frag mich nicht, warum ich das gemacht habe. Ich habe selber keine Ahnung. Ich, wie gesagt, wir werden wahrscheinlich noch diese Folge ausziehen. Aber fürs Auge ist es einfach schöner, finde ich. Es ist trotzdem einfach schöner. Ich habe auch den Enchanter hier runtergepackt in eine kleine Höhle. Finde ich auch sehr schön geworden. Steht jetzt hier unter meinem Haus. Ich finde es schön. Unten ist so der Enchanter, kann man hier hochgehen, ist man sofort beim Haus ergangen. Und wie ihr seht, hier neben ist er eingezogen. Julia hat hier ihr Haus gebaut. So schön am Design von mir orientiert. Das finde ich sehr nice, dass wir jetzt hier zwei schöne Häuser so nebeneinander haben. Auch noch schön im selben Style. Okay, das war's. Stand jetzt. Jetzt, keine Ahnung, machen wir Unsinn. Was weiß ich. Hi, Quaterium. Hi. Hi, Quaterium. Hi. Hi, Quaterium. Hi. Hi, Quaterium. Hühnchen? Hühnchen. Okay, das war gerade sehr random. Das war sehr, sehr random. Das war sehr, sehr random. Nimm mal Goldherz mit Silk Touch am besten. Siehst du nicht aus, als hätte ich Silk Touch? Ist das dein Ernst? Ich hab Fortune. Die hast du mir gemacht. Als ob du mir keine Silk Touch Pickel inzwischen gemacht hast. Ich hab mir gar nichts inzwischen gemacht. Ich hab schön gebaut. Darf ich kurz vorstellen, mein Schwert mit Knockback 1 und Smite 5. Das ist krass, das Schwert ist sehr krass. Ich habe mir das nur gemacht, weil wir jetzt den Wither legen. Bist du schon gehypt für den Wither? Ja. Ich habe ein Déjà-vu. Ich habe auch in der letzten CC-Season, Folge 2, haben wir den Wither gemacht. Ich hoffe, dass du wieder stirbst und wieder auf so eine bescheuerte Art wie letztes Mal. Hallo, was soll das? Weißt du noch, wie das war denn? Wie du gestorben bist? Nein, ich habe keine Erinnerung drin. Keine einzige. Nein, da war gar nichts. War da. Ich glaube, ich sterbe. Gott, ich habe eineinhalb Herzen. Ich sterbe. Tschüss. Tschüss, Quaterium. Tschüss, Quaterium. Oh, ich bin laut, ich sterbe, glaube ich, wahrscheinlich wieder. Ja, ich sterbe wieder. Boah. Tschüss, Quaterium. Man sieht sich. wir haben den Wimmer gekillt gehabt. Und du bist am Wimmer-Effekt gestorben, nachdem er tot war. Ich glaube, das ist eine dreiste Lüge von dir. Ich glaube, dafür gibt es keine Beweise. Was denkst du denn? Wie hoch sind unsere Erfolgschancen? Nein. Willst du ein Rating auf der Kakao-Skala abgeben, wie hoch die Chancen sind? Rating auf der Kakao-Skala. Von wo bis wo geht die Kakao-Skala? Ich glaube 1 bis Kartoffel. 1 bis Kartoffel? Ja. Ich würde sagen, unsere Erfolgschancen stehen bei 3 einfachen Kaukaus. Ich glaube, niemand blickt mehr die Skala durch. Doch, doch. Die Skala ist doch easy zu verstehen. Die ist bestimmt sehr, sehr easy. Ja, ja, die ist sehr easy, ne? Ja, ja. Studie der Kaukau. Auf einer Skala von 1 bis 1 ist schon die beste Skala, das ist der Kauterium. Schon so eine Kartoffel? Ich glaube, das ist keine vertrauenswürdige Skala. Da studieren Kaukaus und machen Studien. Das ist die einfachste Skala, die es gibt. Ja. Einfacher als eine Skala von 1 bis 10. Bist du bereit, Kauterium? Kopf 1. Ich bin bereit zu sterben. Gesetzt. Ja. Kopf 2. Gesetzt. Nice. Kopf 3. Gesetzt. Ultimative ja. Los geht's. Hey, der ist halt wirklich easy. Oh mein Gott. Das ging irgendwie einfacher als beim letzten Mal. Wieso bin ich nicht gestorben? Was ist hier los? Ja, GG, ne? Wir haben übrigens eine Elytra. Wow. Das hat uns zwar sehr viel Zeit gekostet, eine Elytra zu finden im End, weil da auch eine Worldboard ist und dann alle natürlich da drauf gestürmt sind, dass alle eine Elytra bekommen. Aber wir haben es schlussendlich doch geschafft, eine Elytra zu ergattern. Jetzt haben wir eine, können fliegen. Yay!
Ach ja, wisst ihr noch damals, als wir hier dieses Dorf hier schön gemacht haben? Ah, damals vor Ewigkeiten mal. So vor, keine Ahnung, 5 Minuten in der Folge. Ja, lief wie schon angekündigt, wir ziehen jetzt aus diesem Haus raus. War sehr schön, das Leben da drin. Eine ganze Folge waren wir da. Tschüss, Pferd, ich werde dich nie wieder in meinem Leben besuchen. Hab noch ein schönes Leben. Wir ziehen jetzt in unsere Höhle ein, die ich euch schon letzte Folge gezeigt habe. Und da mache ich jetzt mal ein bisschen grün, weil ich will eine Grünfläche haben. Ja, damit das schön aussieht. Kriterium, ich habe schön gemacht. Mhm. Aha. Also warte, wenn du sagst, dass das Moos noch gar nichts ist, dann bin ich sehr gespannt. Okay, wie ist... Sehr gespannt. Ja, ich bin noch nicht fertig. Also ich habe jetzt nur ein paar Stunden hier dran gearbeitet. Ich bin noch nicht fertig. Ich sehe da hinten auch Gravel und Toff und... Er hat einen See gemacht. Was ist das für eine Genius-Idee? Warum bin ich da nicht drauf gekommen? Das ist nicht nur ein See. Muss ich gleich... Holy f... Guck mal, ein Freecap, da sieht es so besser aus. Ich bin noch nicht ganz fertig. Oh mein Gott, was? Ja. Holy. Ja. Oh mein Gott, Junge. Was? Oh mein Gott, ist das geil. Ja, ne? Aber richtig. Alter. Aber richtig, richtig. Da kommt hier bald so eine kleine Straße durch und hier kommt dann auch die Hängebrücke hin. Mhm. Ah. Ja, ich wollte eigentlich auch alles erstmal hier voller Gras machen, aber Gras sieht einfach in dem Biom doof aus, weil es so bläulich ist. Naja, deswegen habe ich lieber Moos genommen. Ich finde die Klippe hier nice. Ich weiß nicht, im Fancraft habe ich auch so viele Klippen da überall gemacht und dann wollte ich jetzt wieder auch Klippen haben. Klippen sind super. Oh, ich finde das mit dem Wasser da finde ich richtig gut. Da kommen dann noch Wasserfälle hin. Ja, da gibt es so kleinere und dann wird alles schön gemacht. Ja, genau. Aber wenn man dann auch hier dann von der Treppe sofort runter geht, sieht man dann die Wasserfälle. Das ist sehr schön. Ja, oh ja, stimmt. Das ist so der erste Blickfang, das finde ich sehr schön. Julia hat auch ihre erste Hütte angefangen. Hier hat Julia ihr erstes Haus angefangen. Oh, das ist nice. Ja, sie hat auch ein bisschen Kupfer von uns genommen, weil ich glaube, wir brauchen das eh nicht so viel. Sie wollte ein bisschen Steampunk-mäßig dann bauen an, dann hier. Oh, das ist gut. Das ist gut. Außerdem haben wir hier vorne unseren Lush Cave-Eingang. Da habe ich jetzt mal einen richtigen Weg hochgezimmert. Kann man über diese Seite hier hochlaufen und dann über diese wackelige Hängebrücke. Ah, sehr schön. Ich finde, sehr, sehr gut geworden hier alles. Oh yeah. Wenn man übrigens hier runterfliegt, dann ist hier auch unser Nether-Portal. Schön im Geoden-Look, sag ich mal. Das ist nice. Ja, das ist nice. Gefällt mir. Das Einzige, was wir jetzt noch brauchen, ist ein gescheites Lager. Dann mache ich mal ein gescheites Lager, okay. Gescheites Lager, check. Also der Boden ist noch nicht fertig, weil ich hatte da jetzt echt keine Lust mehr drauf, den zu machen. Aber ansatzweise, check. Yay. Hast du Spaß? Ah ne, du bist tot. Tut mir leid, du hast keinen Schock. Okay, sorry. Ich wollte dich nicht angreifen, also... Tut mir leid, dass ich mich jetzt deine Gefühle verletzt habe. Oh mein Gott, du hast gar keinen Hintern. Lol. Okay. Ja, jetzt können wir unsere Sachen einlagern. Cool. Ah Gott. Ich wollte nochmal anmerken, letzte Woche war die erste Woche, wo ich mal kein Video seit einem Jahr rausgebracht habe. Und das war so entspannt. Ich konnte mich anderen Sachen widmen. Ich konnte hier ja auch, wie ihr seht, viel erreichen schon wieder. Und ich glaube, das war wirklich eine gute Idee, umzustellen, dass jetzt vielleicht nur so alle 2 oder alle 3 Wochen mal ein Video kommt. Da kann ich einfach viel mehr machen. Das ist super gut. Ich kann euch jetzt mal ein paar coole Sachen kündigen. Zum Beispiel, keine Ahnung, in der nächsten CCC-Folge, sage ich euch mal, gibt es einen coolen cinematischen Anfang. Warum? Weiß ich auch nicht, aber ich habe einfach Lust drauf. Und jetzt habe ich auch die Zeit mehr dazu. Yay. Ja, und damit war es dann das auch von der heutigen Folge. Wenn es dir gefallen hat, dann lasst doch gerne eine positive Bewertung da. Und schaut beim nächsten Mal wieder vorbei. Ciao, ciao.